Wir sind im Freycinet National Park und so sehen da die Campsites aus. Das ist total toll. Man hat da nämlich einen eigenen Eingang und da steht unser Auto. Das schläft heute Nacht hier und wir schlafen heute Nacht hier. Ist das nicht toll? Und jetzt zeige ich euch mal den super Ausblick. Der Markus ist gerade dabei, das Zelt aufzubauen. Und das ist der Weg zum Beach. Der ist wahnsinnig weit, ungefähr 10 Meter. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Meer, der Nationalpark und ein toller Sonnenuntergang. So, das Zelt steht jetzt schon in einer Rekordzeit von gefühlter einer Minute haben wir es aufgestellt und die Andrea packt jetzt hier unsere Self-Inflating-Matratzen noch aus und dann sind wir auch schon bettfein.